Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video Review. Heute im Fokus Metro Redux für die Xbox One. Mit Metro Redux bekommt ihr gleich zwei grandiose Spiele auf einer Disc geliefert. Sowohl das 2010 erschienene Metro 2033 als auch Metro Last Light aus dem Jahr 2013 sind beide in der Redux-Variante enthalten. Nach Alt-Publisher THQ bringt nun Deep Silver die verbesserten Versionen der First-Person-Shooter für Xbox One, PlayStation 4 und PC auf den Markt. Die deutsche Veröffentlichung startet am 29.08.2014. Was genau verbessert wurde und ob sich die Anschaffung auch für Kenner der beiden Originale lohnt, verrate ich euch im Video. Ich selbst besitze beide Metro-Abenteuer für die Xbox 360. Sowohl Metro 2033 als auch Metro Last Light sind meiner Meinung nach hervorragende Spiele, wobei mir Last Light spielerisch und technisch auf der Xbox 360 weitaus besser gefällt. Als ich das Testmuster bekam, war ich gespannt, ob ich mit den Spielen genauso viel Spaß haben würde wie beim ersten Mal. Würde der Wiederspielwert hoch genug sein, um einen zweiten Anlauf zu rechtfertigen? Da es sich bei Metro Redux um ein reines Remake handelt, werde ich die Geschichte beider Spiele nur kurz anreißen, da diese ja bereits bekannt sein dürfte. Die Ereignisse in den Spielen basieren auf den beiden Buchvorlagen von Dmitri Glukowski. Sowohl in Metro 2033 als auch in Metro Last Light schlüpft ihr in die Rolle von Artyom, einem jungen Mann, der sein Dasein in der russischen Metro fristet. Nach dem Dritten Weltkrieg, der mit einer atomaren Zerstörung der Welt endete, verschanzt sich ein kleiner Rest der russischen Bevölkerung in der Metro. Dort entstanden richtige Mikrostaaten, da das Leben auf der Erdoberfläche von radioaktiven Gasen und jeder Menge Dämonen schwer gemacht wurde. Eines Tages kommt ein Ranger in Artyoms Metro und bittet ihn um einen Gefallen. Er soll eine Nachricht in eine andere Metrostation überbringen. Das Leben aller hängt von dem Erfolg dieser Reise ab. So macht sich Artyom auf den Weg, bald wissend, dass er die Dämonen und die geheimnisvollen Schwarzen vernichten muss, die seine Landsleute bedrohen. Metro Redux spielt nur ein Jahr nach den Ereignissen des Erstlings. Artyom hat die Schwarzen besiegt und seine Metro-Mitbewohner gerettet. Eines Tages jedoch werden seine Vorgesetzten auf den letzten Überlebenden der Schwarzen aufmerksam. Artyom bekommt den Auftrag, die übrig gebliebene Kreatur zu vernichten. Leider geht der Auftrag schief, Artyom wird von Faschisten gefangen genommen und auch die Kreatur wird verschleppt. Artyom muss fliehen und den Schwarzen finden und dazu einen neuen Krieg zwischen Faschisten und Kommunisten verhindern. Ein gefährliches Abenteuer beginnt. Mehr möchte ich an dieser Stelle zu den Geschichten nicht verraten. Mir persönlich gefällt der Plot von Last Light ein wenig besser. Alles wirkt stimmiger und klüger erzählt. Beide Spiele verfügen darüber hinaus über interessante Charaktere und eine Atmosphäre zum Schneiden. An dieser Stelle ein großes Lob an die Entwickler von 4A Games. Spielerisch sind beide Games wohl mit das Beste, was die letzte Konsolengeneration im Genre der First-Person-Shooter zu bieten hatte. Als reine Singleplayer-Ego-Shooter bieten Metro 2033 und Metro Last Light zwei tolle Kampagnen, die in ihrer Machart über die gesamte Spieldauer überzeugen können. Als Artyom bereist ihr verschiedene Metrostationen, schießt euch durch dunkle Tunnel und müsst öfters an die verseuchte Erdoberfläche. Dabei gestalten sich die Level schön abwechslungsreich. Mal seid ihr alleine unterwegs, mal begleiten euch Gefährten durch die Tunnel und zudem wird das Spielgeschehen durch eingestreute Rail-, Shooter- und Stealth-Abschnitte aufgewertet. Zum Spielbeginn beider Teile könnt ihr in der Redux-Version zudem auswählen, auf welche Weise ihr euer Game bestreiten wollt. Der Modus Überleben richtet sich dabei vermehrt an den Survival-Horror-Aspekt von Metro 2033. Heißt für euch, dass ihr weniger Munition und Filter findet und so verstärkt auf eure Ressourcen achten müsst. Wählt ihr den Modus Spartaner, spielen sich beide Metro-Ableger im Stile von Last Light, also flotter und actionreicher. Munition und Filter sind zu Genüge vorhanden, sodass ihr euch auf die reine Action konzentrieren könnt. Mir selbst hat der Spartaner-Modus besser gefallen, allen voran in Metro 2033, was das Spiel meiner Meinung nach runder macht.
Auch das Schleichen wurde verbessert und funktioniert nun weitaus angenehmer, da euch die Wachen nun nicht sofort alle gleichzeitig ausfindig machen, wenn ihr einen Fehler macht. So wird das Frustpotenzial, welches ich noch im Original auf der Xbox 360 hatte, deutlich verringert. Die Metro-Veteranen unter euch können zudem die neuen Ranger und Ranger Hardcore-Schwierigkeitsgrade auswählen. Hier wurden das Hub und alle Hinweise im Spiel herausgenommen, was für eine unfassbar beklemmende Atmosphäre beim Spielen sorgt. Zudem wurden die Gegner stärker gemacht, was dem Wort Hardcore eine ganz neue Bedeutung gibt. Alles in allem werdet ihr bei Metro Redux ca. 15 bis 17 Stunden super unterhalten. Für Kenner des ersten Metro-Spiels ist ein erneuter Ausflug mit der Redux-Edition durchaus zu empfehlen, da Metro 2033 durch die spielerischen Anpassungen an den deutlich besseren Nachfolger Last Light stark aufgewertet wurde. Vergleicht man jedoch Last Light mit seinem Counterpart in der Redux-Version, hat sich spielerisch nicht viel getan, was aber keineswegs schlimm ist, da Metro Last Light an sich ja schon ein grandioses Erlebnis war und noch immer ist. On top bekommt ihr alle für Metro Last Light erschienenen DLCs, was für ein paar zusätzliche Stunden Spielspaß sorgt. Kommen wir zu dem Punkt, der den Kauf von Metro Redux schon fast alleine rechtfertigt, die Grafik. Beide Spiele sehen auf der Xbox One grandios aus. Dahin sind die vielen matschigen Texturen, die man als Xbox 360 Gamer aus Metro 2033 kannte. Das Spiel wurde mit der verbesserten Last Light Engine komplett überarbeitet und hat gestochen scharfe Texturen, bessere Licht- und Partikeleffekte und neue Charaktermodelle spendiert bekommen. Außerdem laufen Metro 2033 und Metro Last Light in butterweichen 60 Frames per Second. Die neue grafische Pracht allein rechtfertigt einen neuen Ausflug in die Metro nochmal. Das bereits auf Xbox 360 sehr gut aussehende Metro Last Light hat ebenfalls ein Facelifting in Form von besseren Licht- und Partikeleffekten bekommen, was der grandiosen Atmosphäre mehr als gut tut. Beide Games sind nun wirklich Next-Gen-tauglich, so lobe ich mir ein Remake. Auf die Ohren gibt es tolle orchestralische Musik, die jede Situation im Spiel perfekt unterstreicht. Dazu habt ihr die Qual der Wahl, was die Sprachausgabe angeht. Gleich 7 verschiedene Auswahlmöglichkeiten stehen parat. Dabei hat mir die deutsche Sprachausgabe mit dem übertriebenen russischen Akzent am wenigsten gefallen. Ich empfehle dringend, beide Spiele in Russisch zu spielen, was der Atmosphäre mehr als gut tut. Optional lassen sich deutsche Untertitel dazu schalten. So spielen sich Metro 2033 und Metro Last Light am besten. Großes Lob verdienen die Entwickler auch für die Soundeffekte, die mir vor allem im zweiten Teil oft einen Schauer über den Rücken jagten. Artyom. Скажу прямо. Черные тебя чувствуют, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет 2 цели. Так что осторожней. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Metro Redux ist eine fabelhafte Kollektion zweier Klasse-Titel geworden. Metro 2033 wurde in jeder Hinsicht verbessert und ich hatte mit dem Spiel auf der Xbox One im Spartaner-Modus mehr Spaß als mit dem Original auf der Xbox 360. Aber auch Metro Last Light hat ein paar vor allem grafische Verbesserungen spendiert bekommen. Die Jungs von 4A Games haben ganze Arbeit geleistet. Daher empfehle ich Metro Redux auch jenen, die bereits Metro 2033 und Metro Last Light auf Konsolen gespielt haben. Hier bekommt ihr die ultimative Metro-Ladung.